Hallo, ich bin der Markus. Ich koche heute marinierte Kotelett mit Karotten, Kartoffeln und einer Pfefferminzsoße. Ich habe das Rezept von Jamie Oliver, Kochen für Freunde. Und das mache ich auch heute Abend. Also es kommen auch noch ein paar nette Freunde vorbei. Ja, diese Pfefferminzsoße, da wird Brot klein geschnitten und Pfefferminz kommt da zusammen mit ein bisschen Olivenöl und also ich mache das jetzt heute koche für 8 Personen, also das nehme ich 8 Koteletten. Dann müssen die Koteletts mit einer Marinade eingerieben werden. Die Marinade ist aus Rosmarin, Knoblauch und Zitronen. Und die sollten eigentlich eine Stunde ruhen. Also besser ist, wenn man es länger ruhen lassen kann, aber das habe ich heute nicht gemacht, weil ich das jetzt zeigen will. An dem Rezept ist speziell, das ist sehr einfach zu machen. Also man kann einfach die Zutaten alle zusammenschneiden, aufs Blech legen, also mit den Koteletts. Und es gibt einen super Geschmack. Die Mischung von Birnen und Karotten, Kartoffeln und dem Fleisch, das gibt einen super Geschmack. Deswegen mag ich das auch sehr easy. Wenn man Gäste hat, schiebt man das einfach in den Ofen und man kann sich dann weiterhin um die Gäste kümmern und nach einer Stunde holt man das aus dem Ofen. Genau, ja. Bitte schmecken. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja. Zum Wohl. In Bestzeit. So, dann holen wir das mal raus. Mal schauen, was da draus geworden ist. Hier ein bisschen Minzsoße daneben. Ich habe keine Kochsünde oder mir fällt gerade keine Kochsünde ein, aber ich habe eine Tischsünde. Und zwar liebe ich Salatsoßen und Essig. Und wenn ich keinen Löffel habe bei Tisch, wenn ich einen Salat gegessen habe, dann nehme ich den Teller und trinke aus dem Teller die Salatsoße aus. Das Wasser ist schon. Ist gut.